Herzlich willkommen zur dritten Folge der Sega FM Köln-Karriere. Boah, heute machen wir die nächsten zwei Testspiele, losen schon mal das Pokalspiel aus. Und dann kümmern wir uns vielleicht mal um so einige Transfers. Ich meine, das muss ja nur in der Rechtsverteidiger geholt werden. Ob halt danach noch jemand geholt wird, eigentlich nicht, weil Limnios kommt bald wieder. Ich habe in der Jugend noch Flügelspieler, falls sich jemand verletzt. Und falls noch jemand auf Krampf gehen will, gucken wir dann mal. Aber eigentlich sehe ich es halt nicht, dass wir noch weitere Transfers da tätigen müssen. Vor allem, weil wir halt nicht so viel Geld haben. Ich glaube, in der zweiten Saison, falls man bis dahin so lange macht, da könnte es eher zu mehr Transfers kommen. Ja, keine Angebote für Anderson. Die Gehaltsforderung ist für alle wahrscheinlich höher. Und andere müssen erst ihre Lohnkosten senken. Mann, das ist kritisch, dass er so viel verdient und wahrscheinlich auch nicht runtergehen will. Da war noch kein Angebot für Anderson, da warten wir einfach jetzt erstmal ein bisschen ab. Lempel hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben. Das kostet uns ein bisschen was vom Gehaltsbudget, ist aber nicht allzu viel. Also das geht noch. Damit geht auch Kingsley Schindler nun zu Almeria. Damit haben wir auf jeden Fall das Geld jetzt, sobald der Deal durchgeht, um uns neuen Rechtsverteidiger zu holen. Aber die sind halt auch nicht gescoutet. Deswegen schauen wir da mal. Was wichtig ist an dem Rechtsverteidiger, meine Fresse, der darf halt auch nicht so viel verdienen. Ah, jetzt ist der Deal durch. 2,6 Millionen hätten wir. Wenn Anderson halt auch geht, hätten wir ein bisschen mehr. Wenn Schwebe auch noch geht, hätten wir noch ein bisschen mehr. Das wäre schon gut. Okay, nun kommt die Auslosung zur ersten Runde von Köln. Hennef, unser Partnerverein gegen Gladbach, ja, ganz klasse. Aue gegen Schalke, das könnte für Überraschungen sorgen. Wir kriegen den Drittligisten Ingolstadt. Das ist nicht das leichteste Los, aber müssen wir trotzdem besiegen. Trainingswoche ist wohl diesmal ein bisschen besser, nur Schwebe hat scheiße trainiert. Gut, jetzt gehen wir mit der neuen Taktik in das Spiel gegen Würzburg. Das ist ein Spiel, was wir gewinnen sollten. Und dann geht's los. Und da führen wir auch schon 1-0 nach 29 Minuten. Thielmann mit einem langen Ball auf Uth, der über links hält den Ball ein bisschen und spielt den dann in die Mitte zu Ondrej Duda. Der schiebt den dann unten links ein zum 1-0. Bisher sind wir auch ziemlich dominant. Also bisher macht sich die neue Taktik sehr bewährt. Wir hatten einen Schuss, wir hatten 13 davon 6 aufs Tor. Also wir könnten ja auch vielleicht schon höher führen. Zur Pause führen wir mit 1-0. Wie gesagt, es könnte jetzt mittlerweile noch höher stehen. Fast schon 3-0. Aber von der Spielleistung gefällt mir das zumindest mal besser als die anderen beiden Spiele. Dann wechseln wir mal durch. Wenn wir das von der Leistung her so halten und dann auch mal die Tore häufiger treffen würden, dann könnte es eine erfolgreiche Saison werden. Zweite Hälfte mit der zweiten. Ja, ich nenne es mal Mannschaft, war da nicht mehr so dominant. Aber man hätte durchaus noch treffen können. Das war vielversprechend für ein Vorbereitungsspiel. Ja, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, würde ich sagen. Perfekt. Skiri hat jetzt auch seinen Vertrag, den neuen unterschrieben. Mit einer kleinen Gehaltserhöhung. Aber wir haben immer noch viel Gehaltsbudget übrig. Das war gar nicht so eine große Gehaltserhöhung. Somit könnten wir weitere Verträge fertig machen. Hydra würde ich auch gerne halten. Das ist eh ein Talent. Das kriege ich eigentlich sehr schnell hin. Ja, will auch nicht so viel Gehalt. Das machen wir eben schnell. Talent vor Durchbruch passt. Ausstiegsklausel geht weg. Gehaltserhöhung geht weg. Jährliche Gehaltssteigerung geht auch weg. 3,7, 4,2. Einigen wir uns auf 3,9. Sehr schön, das ging sehr schnell. Ja, Timo Hübers und Juan sind noch die, die ich gerne auf jeden Fall für die erste Mannschaft halten würde. Ja, Hector wäre auch noch dabei. Ich glaube, dann mache ich mal Hector. Weil mit dem kann man noch über eine Gehaltsverringerung reden. Starspieler, Verstärkung im Sturm. Schauen wir mal. Und 51k, ja, der geht ein bisschen zumindest runter. Starspieler, nimmt der auch Schlüsselspieler? Der will unbedingt Starspieler, kriegt der. Aber auch hier. Auch hier. Geht der Vorstand komplett runter. Ich verstehe nicht, wieso ich noch maximal 38k Gehalt dem zahlen darf. Das verstehe ich wirklich nicht.
Muss ich die Fahne wieder mal abbrechen? Stehen was in den Vereinzeln? Ü29 wieder nur maximal 40k Gehalt, oder? Das Gehaltsbudget kann ich einhalten. Die Finanzen, die erfülle ich doch auch. Der wird sogar eine Gehaltsverringerung in Kauf nehmen und ich krieg's trotzdem nicht. Die wollen nur 39k zahlen. So, das Scouting von einigen ist abgeschlossen, aber mainly von den Sechsern, die ich jetzt eh nicht mehr benötige. Pinero wäre einer, aber der ist halt noch nicht ansatzweise gut genug. John Williams hat kein gutes Potenzial, ist auch schlecht. Ja, schauen wir mal. Kilian ist wieder im Training und ich muss ein paar Rückennummern festlegen. Soldo kriegt die. Ja, viel anderes als 17 bleibt mir da gar nicht übrig. Dann kann ich die Nummer noch abgeben. Das Training war diesmal deutlich beschissener. Das ist nicht geil. Vidra unterschreibt einen neuen Dreijahresvertrag. Kriegt nochmal ein Angebot für ein Testspiel. Das ist 3 Tage vor dem Pokalspiel. Das muss ich leider ablehnen. Oh nein, Hübers werden wir eigentlich nicht verlieren. Vielleicht soll ich da auch in einen neuen Vertrag reingehen, wenn ich das denn wenigstens darf oder der auch wieder geblockt wird, obwohl ich noch ganz schön viel Gehalt übrig habe. Was nimmt sogar Rotationsspieler an, das ist sehr gut, er wird eigentlich Stammspieler sein. Ja, Abstiegsspieler, also bei Abstieg kann er haben, aber die hier kann er nicht haben. 29k, das wird hier wieder erlaubt vom Vorstand, aber. Ach, was sonst? Sonst nix. Gehen wir auf 25,5, 28,5, 26, darauf einigt er sich. Das ist eine saftige Gehaltssteigerung, aber die hat auch verdient, sonst fühlt er sich eh irgendwann unterbezahlt. Das sind so 22.000, ja. Dann bin ich aber am Limit fast schon angelangt. Ja, ich werde mich in den nächsten Tagen zusammensetzen, das habe ich ja gerade schon gemacht. Sie müssen dann ja begeistert sein, dass er ein Spieler des ersten FC Köln bleibt. Ja, ich hoffe, das ist bald fertig, das Thema. Gut, jetzt gehen wir rein ins Testspiel. Ja, Kilian darf wieder auf die Bank, der kann 45 Minuten spielen. Limnios ist nochmal verletzt, dann suche ich mir kurz welche aus der zweiten Mannschaft. So, das ist ein Spiel, das wir gewinnen sollten, sorgt dafür, dass wir das tun. Und dann geht's rein. Direkt nach 4 Minuten führen wir schon mit 1-0. Kainz auf Ljubicic, der flankt auf Uth und der köpft den ins Tor rein. Sehr schön, dass wir so schnell direkt führen mit dem ersten Torschuss. Und da ist das 2-0. Diego von den Gegnern Ball, Hector holt sich den, spielt dann dabei auf Kainz. Der spielt aber einen schlechten Pass, aber Hector holt sich den wieder und knallt den dann ins kurze Eck rein. Sehr, sehr schönes Ding von Hector. Keiner jubelt mit ihm, aber egal. So, zur Pause steht 2-0. Mir gefällt, was ich sehe. Das interessiert ja auch cool. Und dann wechsle ich einmal kurz durch. Und auch die zweite Elf kann treffen. 3-0. Strauch, der Rechtsverteidiger, läuft erstmal gute Meter. Legt er ihn zu Meiner, der mit einem langen Ball auf Dietz und der trifft. Sehr schöner Volley. Hat er schön unten rechts eingenagelt. Und Dietz mit dem Doppelpack. 4-0. Meiner über rechts mit der Flanke. Ne, doch nicht. Spielst du Strauch, der mit der Flanke. Die wird abgeblockt. Lämperle. Torwart kann halten, das landet bei Dietz, der den dann einschiebt zum 4-0. Und am Ende steht es dann 4-0. War ein souveräner Sieg. Genau so etwas erwarte ich von einem Vorbereitungsspiel. Man zeigt sich auf jeden Fall, dass die neue Taktik deutlich besser klappt. 2 Siege und die auch verdient waren. Damit gehen wir dann, denke ich, auch in die Saison mit der Taktik. Hat ja keine Probleme gemacht gegen Ingolstadt. Gewinnen wir dann auch hoffentlich. So, wird hier noch mehr Scouting abgeschlossen. Das sind meistens nochmal diese 6er. Hier ist zwar ein Rechtsverteidiger, obwohl die kommen jetzt auch Rechtsverteidiger, aber so richtig ist auch keiner dabei. Der hat zwar Potenzial, aber ich weiß nicht. Katterbach hat sich verletzt, er ist ja gerade verliehen an Basel. Der fällt jetzt 3 bis 4 Monate aus. Versuchen sich keine zu großen Sorgen zu machen. Es könnte, ist natürlich scheiße, ja, aber das könnte auch gut sein, weil die eine Kaufoption haben und die den jetzt vielleicht nicht ziehen, weil der eigentlich, die haben den nur für die Rückrunde, also nee, für die Hinrunde ausgeliehen. Und ja, vielleicht kann es dadurch sein, dass der dann halt nicht die Kaufoption zieht und ich den dann halt für mich verwenden kann, für Köln.
Eigentlich halte ich sehr viel von dem, der hat ja auch viel Potenzial, deswegen will ich den eigentlich nicht verkaufen. HSV macht ein Angebot für Olesen, den will ich aber nicht verkaufen. Leipzig kommt für Ljubicic eine Laie. Er ist daran interessiert, aber nicht krampfhaft. Und Hübers hat einen neuen Vertrag. Da ist unser Gehaltsbudget jetzt fast ausgelastet. Also wir müssen echt Anderson wegkriegen. Ich will nicht mal eine krasse Ablöse. Ich nehme schon 400k und beteilige mich sogar mit 5k schon am Gehalt. Bitte. Irgendwer muss sie noch nehmen. Weiterhin keine Angebote. Gehaltsforderung soll höher sein. Gut, wir gehen in die Pressekonferenz zum Pokalspiel. Das Pokalspiel mache ich heute auch noch, weil ich bisher denke, dass die Folge noch nicht wirklich lang war. Die Rohaufnahme ist doch schon mal 45 Minuten. Aber es ist wenig passiert. Deswegen, entweder wird es eine normale Folge oder wird einfach lang durch das Pokalspiel, je nachdem, wie viele Highlights das Pokalspiel auch hat. Ja, der Ingolstadt Trainer freut sich, so eine nette Abwechslung. Können Sie ein Problem haben, gegen Ingolstadt die Spieler zu motivieren? Nee, Ingolstadt ist gut, ja. Lemnios, ja, da muss man geduldig sein bei seinen Verletzungen. Bayern 04 hat Bock auf Hector, ist da was dran? Ganz bestimmt haben sie Interesse, er ist ein klasse Spieler, wir wollen ihn aber nicht verkaufen. Wir haben mit Tom Sonne in Verbindung gebracht. Ja, wir wägen mehrere Optionen ab. Wie wird Tim Walter darauf reagieren? Das müssen Sie ihn fragen. Den Einfluss von Kingsley Schindler auf den Kader bedenkt, bestehen da im Verein Befürchtungen, dass ein Wechsel der Atmosphäre im Kader einen signifikanten Schaden zufügen kann. Nee, unser Fokus liegt darauf, diesem Verein langfristig Erfolg zu bescheren, ob Kingsley hier ist oder nicht. Haben Sie Angst vor einer Überraschung? Werden noch härter arbeiten. Färbt Ihre Zuversicht auf die Spieler ab? Ich hoffe es, wir sind alle zuversichtlich. Elie Skiri hat einen neuen Vertrag unterzeichnet. Ich freue mich, dass wir den Transfergerüchten ein Ende setzen konnten. Oh, die Trainingswoche war wieder beschissen. Skiri hat auch schlecht trainiert. Weiß ich nicht, ob ich den dann spielen lasse, da gucke ich mal. Ja, die Wartung vom Vorstand und von den Fans sind natürlich ein Sieg. Gut, die taktischen Anweisungen von Kontrolleur vorsichtig. Ne, ich weiß nicht, warum wir gegen den dritten Ligisten nur vorsichtig spielen sollten. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir müssen den ja dominieren. Ja, die Aufstellung gucke ich jetzt mal nach Form und so. Skiri war nicht ganz so toll. Darf mal Olesen ran. Thielmann fand ich auch nicht so herausragend. Kainz auch nicht. Linden Meiner darf für Thielmann spielen. Und ja, auf dem Flügel war niemand so besonders gut. Ich denke, damit passt die Aufstellung an sich eigentlich. Wir gehen rein in das erste Pflichtspiel. So, ich sage vorher, das ist ein Spiel, das wir gewinnen sollten. Alle bleiben gelassen. Wie aufgeregt sind Sie so kurz vor Ihrem ersten Spiel als Trainer des FC Köln? Das ist ein großer Tag für mich. Sind Sie davon überzeugt, hier einen guten Auftritt zeigen zu können? Ja, wir glauben fest an unsere Fähigkeiten, haben großes Vertrauen in unsere Arbeit. Es kann also losgehen. Ingolstadt im 4-4-2. Mit der alten Legende Pascal Teströd. Und wir mit dem 4-2-3-1. Mit einigen Veränderungen im Gegensatz zu den Vorbereitungsspielen. Skiri sitzt zum Beispiel auf der Bank. Ich muss das direkt ändern von nur Kommentar auf erweiterte Highlights. Und ich zeige euch dann so mit die spannendsten, denke ich mal. Jetzt Soleimani. Aber Benno Schmitz holt sich den Ball. Mit einem langen Ball klärt er den direkt zu Meiner. Linden Meiner über rechts. Mit dem Ball zu Duda. Duda kommt über die rechte Halbseite auf Uth und an den Pfosten. Das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, bisher sind wir eigentlich besser. Wir kriegen den Ball nur nicht mal aufs Tor. Deswegen, dass hier noch 0 zu 0 steht. Dann sage ich mal, mit geballten Fäusten so weitermachen. Wir können das gewinnen, wenn wir als Team hart arbeiten. Alle bleiben gelassen. Ich gucke mal nach personellen Änderungen. Aber halte ich aktuell noch nicht für nötig. Gleich wird gewechselt. Zu Beginn der Halbzeit feuere ich die Mannschaft direkt mal an. Vielleicht bringt das ja was. Linzmeier verdient mal im eigenen Schaffen gegen Kainz auf Uth und das ist das 1 zu 0. Da hat sich das Pressing doch direkt ausgezahlt. Was Kainz da gemacht hat, war sehr schön. Und leitet den Ball direkt weiter auf Uth. Den er unten rechts sehr schön rein versenkt, was auch sein Job ist als Stürmer. Sehen wir es nochmal. Antonitsch zu Schröck und Linzmeier, der den Ball dann nicht direkt weiterleitet und Kainz holt sich den. Und Uth mit dem linken Fuß unten rechts. Der Keeper hat keine Chance aus den 8 Metern, was das war. So, 60. Minute.
Linden Meiner geht raus, dafür kommt Jan Thielmann. Und Hector hat mir auch nicht gefallen, dafür kommt Pedersen in die Partie. Olesen jetzt durch die Mitte mit einem weiten Ball. Nach links zu Kainz. Florian Kainz. Mit der Flanke in die Mitte zu Uth und der ist drin. Kainz auf Uth. Bisher die Todeskombi. Kann sich auch gerne in der Bundesliga so bei. Können die gerne so beibehalten. Habe ich kein Problem. Uth führt auch ein Tänzchen auf. Ja gut, ob man das jetzt gegen Drittligisten macht, wo es 2-0 steht. Weiß ich nicht, ob das so tanzwert ist, aber egal. Solange die gut spielen, passt das. Jetzt mal Ollesen auf Thielmann. Der mit einem weiten Steilpass auf Marc Uth und Marc Uth mit dem Hattrick. Diesmal vorbereitet von Jan Thielmann. Also, wenn Uth so weitermacht, bin ich glücklich. Führt dann auch ein Tänzchen auf. Das war sehr schön schnell herausgespielt. Hübers zu Ljubicic, dann immer One Touch, dann Thielmann, dann mal mit zwei Berührungen und dann mit ganz vielen und unten links rein. So, dann wechseln wir nochmal. Können wir den Martell, den jüngeren Mann, ein bisschen Spielzeit geben. Kommt für Ljubicic rein, Tigges darf rein für Uth und naja, wohl. Na, ne, Uth lasse ich mal drin. Lämperle kriegt die Spielzeit für Kainz und Soldo für Hübers. Schmitz jetzt über rechts mit dem Lauf. Hält den Ball ganz lange, aber die Flanke ist ungefährlich. Aber die landen wieder bei Ollesen und Sapai mit dem Foul. Nein. Eck hätte da vielleicht auch auf Elfmeter entschieden. Ich weiß nicht, ob der Ball berührt wurde. Jetzt Duda mit der Ecke auf Uth, kommt aber nicht an. Freistoß jetzt für uns. Uth von links mit seinem linken Fuß. Bringt den direkt aufs Tor, aber Ponard kann den Ball parieren und es gibt Eckball. Duda jetzt bringt die Flanke in die Mitte auf Chabot, aber der Torwart hat den Ball. Und Benno Schmitz hat sich jetzt in der 81. verletzt. Mögliche Knieverletzung. Ja, wir haben eh aktuell kein Backup. Und ich habe auch keinen Wechsel mehr frei. Dann gehst du einfach runter. Spielen wir so lange ohne Rechtsverteidiger. Ich glaube, da passiert jetzt keine drei Gegentore. Hoffentlich. Pedersen jetzt über links zu Lämperle. Lämperle mit der Flanke auf Marc Uth. Parade vom Keeper. Der wäre gefährlich gewesen. Wenn er den Torwart den nicht gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Und es ist vorbei. Wir gewinnen mit 13 mit Ingolstadt. Souveräner Auftritt. Und damit sind wir in Runde 2 des DFB-Pokals. Ich sage einmal, gute Arbeit von jedem hier. Das war klasse mit zusammengelegten Händen. Aber das sorgt auch für Begeisterung und Zufriedenheit bei den meisten Spielern. Jetzt werde ich gefragt, ob es ein gutes Gefühl ist, mit einem Sieg zu starten. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ein großartiger Start. Benno Schmitz, 3 bis 5 Wochen Kniescheibenverletzung. Ja, dann sage ich mal, wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt. Ja, da wir aktuell auch kein Backup haben, ist das ziemlich scheiße. Sagt der Trainer hier, wir leiden an Selbstüberschätzung. Was soll das denn? Ist ein Hund, Alter. Benno Schmitz, ja, der fällt jetzt 3 bis 4 Wochen aus. Soldo feiert sein Debüt. 175k, ich lob mal Uth. Und noch eine Pressekonferenz. Sie haben Rüdiger Rehm ein Schnippchen geschlagen, obwohl sie nicht lange im Amt sind und wenig Erfahrung vorzuweisen haben. Ja, es fühlt sich sehr gut an. Möchten Sie auf die Kritik nach ihrem Aufeinandertreffen reagieren? Nein. Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft ins Finale einziehen kann und den Titel gewinnen kann? Aber ich würde nicht wollen, dass wir an einem Wettbewerb teilnehmen, ohne daran zu glauben, dass wir ihn gewinnen können. Marcos Hattrick war der Schlüssel zum Sieg. Ich bin aus dem Häuschen, er war überragend. Wie schwerwiegend ist der Ausfall von Schmitz? Jedes Team wird es ohne die Qualitäten eines Schmitz schwer haben. Das war's mit der PK. So, das war eine deutlich erfolgreichere Folge als die letzte. In der nächsten Folge gucken wir dann, ob wir Anderson endlich verkauft kriegen und spielen wahrscheinlich die beiden Bulli-Spiele, vielleicht auch schon das Conference League-Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Transferverhandlungen dazwischen kommen werden. Aber ja, das war's erstmal für diese Folge. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Und schreibt auch gerne Kommentare für Verbesserungsvorschläge und so weiter. Wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.